das Imperium Asteroide zurück. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter in der Early Access. Meine lieben Freunde, ich schwebe mit meinem Jetpack über die Planetenoberfläche hin zu einem ganz besonderen Geheimnis, auf das ihr mich aufmerksam gemacht habt. Das wollen wir jetzt mal untersuchen. Und ja, wir sind beim Terraforming jetzt schon auf der Moosstufe ziemlich weit gekommen. Schon über 70% Moos müssten wir jetzt mittlerweile haben. Mooshammer an der Stelle. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Planet Crafter in der Early Access reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um euch mitzuteilen. Um euch mir mitzuteilen. Damit ich weiß, was ihr mir mitteilen wollt. Was auch immer ihr mitteilen wollt. Teilt euch einfach mit, wenn ihr Bock drauf habt. Genau. Da hinten. Da oben links. Da gab es nämlich so eine Tube, die in so einen geheimen Raum reingeht. Und hinter diesem, oder in diesem geheimen Raum, gab es drei Schränke. Und in einem dieser drei, oder hinter einem dieser drei Schränke, wenn man den abreißt, soll dahinter, soll es noch weitergehen. Da soll ein geheimer Raum sein. Und da wollen wir mal gucken. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Hatte ich schon das Jetpack T2? Ja, ich glaube, ja, das hatte ich schon. Das hatten wir schon gemacht beim letzten Mal, weil es gerade gefragt wurde. Und ja, das habe ich schon. Hat sich das hier irgendwie nochmal verändert irgendwie? Es sieht so anders aus als beim letzten Mal. Oder spinne ich? Es gab aber, glaube ich, kein Update. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. War das hier oben eigentlich? Oder war das da weiter links? Das war, glaube ich, weiter links, wa? Kiste? Aubergine? Ja, ja, hier, ja, hier, ja. Kann ich alles mitnehmen hier, den ganzen Schnodder. Da hinten war das, da in der Ecke. Wir können ja da noch einen Raum aufstellen vielleicht, damit ich da atmen kann. Könnte schlau sein. Irgendwo hier war das. Ja, genau hier, guck mal. So, ich speichere vorher nochmal, weil es wurde schon gesagt, dass das irgendwie auch manchmal problematisch ist, wenn man in diese Räume reingeht. Manchmal kommt man da wohl nicht wieder raus. Demontieren nicht möglich, Inventar nicht leer. Ja gut, ist ja gut. Jetzt müssen wir den richtigen... Frage beantwortet. Wir sehen, wir haben eine geheime Höhle gefunden. Die nicht so geheim war, aber ihr habt es mir eh schon vorher gesagt. Guck mal, da sind sogar noch Stäbe drin. Aber den Rest brauche ich eigentlich nicht so dringend. Und hier haben wir eine Nachricht. Oh mein Gott, ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zu finden, die zum Bau einer Startplattform benötigt werden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen groben Meteoritenkrater finden, um die Plattform auf dem Grund zu bauen, um vor den Winden geschützt zu sein. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. Das sehe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Noch einmal verlasse ich diesen Unterschlupf in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Iklas. Ja, 3040. Was macht er denn so ein Aufstand? Ist doch überhaupt kein Thema, hier zu bauen. Und die Rakete kann ich auch überall aufbauen. Oder ist das vielleicht ein Hinweis darauf, was vielleicht mal irgendwann geplant ist in Bezug auf die Umwelt? Dass vielleicht das mit den Sandstürmen auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen krasser ist. Vielleicht ändert deswegen auch die Rakete ihren Kurs, wenn man gegen sie springt. Also ich spekuliere jetzt ein bisschen, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist das der Grund. Warum sollte die Rakete vom Kurs abkommen können? Das macht ja, ist ja eigentlich sinnlos. Das hat ja keinen Effekt und keinen Nutzen momentan. Aber sie kann es trotzdem. Also, ne, wenn man gegenspringt halt. Vielleicht ist das eben so irgendwann mal das Problem, dass du die Rakete vielleicht auch ins Ziel bringen musst irgendwie. Und wenn die dann zu sehr abdriftet, durch Wind oder andere Einflüsse, dass die dann vielleicht einfach nicht ins Ziel kommt. Dass du dann wirklich drauf achten musst, von wo aus du die abschießt. Dann müsstest du auch mehrere von diesen Rampen bauen. Und das wäre natürlich schon ein bisschen geil, ne? So rein vom Gameplay her einfach. Wir haben ja auch schon Wasser. Guckt euch das mal an. Ist ja krass. Also rein vom Gameplay her wäre das schon cool. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, die Nachricht hintet das so ein bisschen. Also die deutet da so ein bisschen drauf hin, dass sowas vielleicht mal kommt. Aber was weiß denn ich, ne? Ich bin nur ein YouTube-Bär, der labert. Der labiert. Ein Labier, sozusagen. Nicht wahr? Ich meine, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, von dieser Idee. Ich bin mir auch sicher, dass die Entwickler solchen Ideen,
wenn denn so... Ah, guck mal, was wir da noch haben. Weil solchen Ideen auch recht offen gegenüberstehen, wenn man... Wenn man so ein bisschen so eine Richtung auch denkt. Kann ich mir vorstellen, dass die da nicht abgeneigt sind, so ein paar Gedankenspiele zu bekommen auch. Weil der Pilot gut im Bierbrauen war. Hast du denn auch eine Umwälzpumpe? Aus Sandstürmen werden dann Moosstürme. Ja, genau. Die Moosstürme, die gefährlichen. Wenn ich die Samenrakete abschieße, dann haben wir Moosstürme. Dann haben wir einen Samensturm. Dann hat man das auch immer wieder im Gesicht. Wir könnten mal wieder eine Samenrakete abschießen eigentlich. Das wäre mal wieder an der Zeit. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Sauerstoff. Hydrationsniveau niedrig. Das Niveau sinkt schon wieder. Unglaublich. Was brauche ich denn nochmal für eine Samenrakete? Also wir brauchen da die Seedlirma. Und Dünger auch. Hatte ich nicht sogar noch einmal Dünger gehabt? Den habe ich doch im Schrank gepackt. Und Baumrinde. Das haben wir doch alles. Easy going. Lass mal machen. Lass mal noch einen so ein... Ja, guck mal. Hier ist das. Dann brauche ich noch eine Düse. Nochmal Legierung. Brauche ich sowieso für die Düse. Guck mal, da haben wir alles. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. So, wo war jetzt meine Seedlirma? Die habe ich ja immer fleißig mitgenommen. Ah ja, stimmt. Einmal Seedlirma und einmal Baumrinde, nicht wahr? Baumrinde haben wir hier hinten. Im Biodom T2. Sind die Auberginen schon fertig? Da gucken wir gleich auch nochmal. Ich nehme gleich die zweite Rinde auch noch raus. Dann kann der direkt wieder loslegen. Oh, wir haben einen Sandsturm, glaube ich. Ist schon wieder soweit. Hier, pack das mal da rein. Also ich fände das schon cool, wenn diese ganzen Umwelteinflüsse, wenn die ein bisschen mehr Einfluss ausüben würden auch. Also wenn das sich ein bisschen mehr noch auswirken würde auf die Figur. Weiß nicht, dass du vielleicht im Sandsturm einfach Leben verlierst, wenn du dich zu lange draußen aufhältst. Dass das halt einfach ein bisschen eine Auswirkung hat noch. Weil es ist zwar nice, dass es einen Sandsturm gibt und dass es auch dargestellt wird, aber es hat irgendwie so null Effekt. So, jetzt haben wir die Samenrakete. Ich lasse mal ganz kurz den Sandsturm, bevor wir die starten, mal weg, weil sonst sehen wir ja das gar nicht, wenn uns das ins Gesicht fliegt. Das wollen wir ja auch sehen. Ich soll die Auberginen noch ernten, genau. Ich will sehen, wie sich die Samen verteilen, genau. Ich will das immer sehen, wenn das soweit ist. So, warte mal jetzt. Pflanz das mal hier alles ein wieder. Ernten. Pflanzen. Ernten und pflanzen. Genau, und hier können wir noch nicht. Dann stopf mal die Auberginen hier. Ne, warte mal. Dann nehmen wir jetzt mal einen anderen Schrank. Hier wird es nämlich langsam eng. Pack mal die mal hier rein. Sehr gut. Wir merken uns mal, dass die Auberginen in der ersten blauen Kiste drin sind. Wo waren die jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Einmal im Kreis gedreht und schon wieder vergessen. So, dann drücken wir mal das rote Knöpfchen. Juhu! Ist schön mit dem Mond im Hintergrund immer. Nicht schlecht. Da wird der Elon Musk direkt neidisch. Wenn er das sieht. Juhu! Juhu! Auberginen, genau. Die Auberginen. So, jetzt kommt wieder der Samensturm. Weil ich die große, harte Rakete abgeschossen habe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es fliegt mir schon wieder. Guck mal. Seht ihr das? Guck mal, die Samen. Man sieht sie richtig runterrieseln. Wie so ein Schnee. Das ist schon ein bisschen geil. Jetzt müsste es auch schneller gehen eigentlich wieder. Das Ding sah mehr nach Jeff als Musk aus. Ja, stimmt. So ein bisschen, ne? Ach herrlich, man muss es auch mal genießen, wenn Samen auf einen herabrinnt. So, jetzt wollte ich noch gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, ich wollte gucken, wie sieht es aus. Oh, 91% bemoost sind wir schon. Nicht schlecht. Und was kommt als nächstes eigentlich? Wir hatten ja am Ende der letzten Episode noch was freigeschaltet. Nämlich hier den Bohrer Stufe 4. Was brauchen wir denn eigentlich für den Bohrer? Der sieht ja fast aus wie so ein Kampfroboter irgendwie. Ah, guck mal, da brauchen wir Ösmium und ganz viel Superlegierung. Mein Gott, brauchen wir da viel Superlegierung. Brauchen wir da... Boah, das wird voll schwierig, die T3er auf den T4er umzustellen. Ey. Guckt euch das mal an, was wir da alleine an Osmium brauchen. Aber wir haben sogar zufälligerweise dreimal Osmium. Wer hätte es gedacht?
Wir können ja mal einen aufstellen, wobei das schon ganz schön viel... Wo hatte ich denn jetzt die ganze Legierung hingepackt schon wieder? Hier nicht. Habe ich die schon wieder alles verbraucht, die ich geholt habe? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch ja nicht sein, hör doch auf. Sauber und es fehlt wieder Magnesium. Wie viel haben wir denn jetzt? 3 Stück? Oh Gott, das sind gerade mal 3 gewesen. T2-Bohrer und dann die Legierung in der Höhle. In welcher Höhle denn eigentlich? Das wäre mal gut zu wissen. In welcher Höhle kriege ich die Legion denn? So, hier, warte. Was? Ich sage meiner nächsten Freundin auch mal, genieß es doch mal, wenn Samen auf dich herabregnen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, frage ich mich. So, warte, hier. Jetzt. Und wir haben immerhin schon mal, fehlen nur noch 2 Stück. Jetzt bräuchte ich noch ein bisschen. Ich guck mal rüber in den anderen Bohrer, den wir da auch noch aufgestellt haben. T2-Bohrer und dann in die Legierunghöhle. Welche ist denn die Legierunghöhle? Das frage ich mich gerade so ein bisschen, ehrlich gesagt. Was ist denn die Legierunghöhle? Wo ist die denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier schon mal eine Legierungshöhle gesehen hätte. Aber gut, mir entgehen ja viele Dinge, wie man bei dem Sandfall, meint ihr, das ist eine, das war doch keine richtige Höhle, oder? Das lag doch einfach da vor diesem Sandfall. Meint ihr, da gibt es einen Push, wenn ich da einen Bohrer aufstelle für Legierung? Ich finde es sowieso strange, dass Legierung überhaupt natürlich vorkommt, weil Legierung ist ja eigentlich nichts, was natürlich vorkommt. Alter, was war denn das gerade für ein Effekt? So, dann mach das mal und jetzt steht wieder Titan. Einmal brauchen wir noch. Habe ich meine ganzen Schränke mal leer gemacht, jetzt ist auch mal was Feines. So, jetzt müsste es gehen eigentlich. Ja, wir können einen machen. Ich will mal wissen, wie groß der ist. Ich will den mal bauen. Bauen wir den mal einfach hier so hin. Boah, das ist schon ein ganz schöner Oschi, ey. Guckt euch den mal an. Nice. Der Stufe 4 Bohrer. Nicht schlecht. Der macht ja mal ordentlich Action hier. Bohr-Action. Boah, ey. Wie viel macht er denn? 459 NPA pro Sekunde. 25, was? Wärme 25 pk. Da ist auch eine Höhle. Ja, aber war da so viel? Da war doch gar nicht so viel Aloy drin in der Höhle, die ihr da meint. Meine ich zumindest jetzt. Da war nicht so viel. Da war vor allem Osmium und Schwefel drin in der Höhle. Aber kein Aloy. Deswegen war ich damals ja auch so irritiert, wo ihr gesagt habt, da wo der Sandfall ist, gibt es so viel Aloy. Und da waren wir in dieser Höhle drin, dann war da nichts. Weil das nämlich alles davor liegt. Muss man, glaube ich, mal essen und trinken. Warte mal, ist eigentlich meine Bohne schon wieder gewachsen? Ja. Gleich mal die Bohne essen. So, wie schaut's denn jetzt aus? Ist das Moos jetzt fertig? Oh, Moos ist gleich fertig! Oh! Oh! Ja! 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 Komm! Ja! Ja! Kräuter sind die... Ich dachte, jetzt geht's weiter mit Bäumen. Ich habe aber eine Errungenschaft gekriegt. Greenery habe ich bekommen. Nice. Tja, dann sind wir jetzt 100% bemoost. Nicht schlecht. Da müsste jetzt ja alles hier... Na gut, nicht alles, aber da an den Stellen, wo sich Moos halt gerne mal ansiedelt. Ich will mal hier hochgucken. Ja, das ist doch mal eine ordentliche Bemoosung, wenn ich das mal sagen darf. Nicht schlecht. Da hinten müssen wir mal hingehen. Da ist voll grün. Die letzten 30 Sekunden ohne Bild können sehr falsch verstanden werden. Augen zu und genießen. Bebuschung, ja, jetzt kommt die Bebuschung. Nicht schlecht. Es gibt auch natürliche Legierungen. Welche denn zum Beispiel? Vermoos. Hier, guck mal, hier ist richtig grün. Guckt euch mal dieses Grün an. Das ist schon fast Golfplatzgrün, ey. Nicht schlecht. Jeder Engländer würde vor Neid ablassen. Warum wächst denn das hier hinten eigentlich so gut? Zieht euch das mal rein. Hier ist alles begrünt, wenn man doch nur mehr sehen könnte. Aber hier ist leider immer so ein Staub in der Luft. Hier gehe ich jetzt auch nochmal wildern.
Hier ist noch ganz viel Iridium. Koordinaten für die Legierungshöhle. Stimmt übrigens, links unten in der Ecke fällt kaum auf und im Video bzw. Stream könnt ihr das vielleicht auch nicht ganz so gut erkennen. Aber da gibt es Koordinaten, wo ich gerade bin. Map-Koordinaten. Hier mal nochmal Osmium. Schwefel, was ist das hier? Was schmilzt bei 100 NK? Okay. Scheint noch ein bisschen Resteis zu sein. Boah, warte mal ganz kurz. Habe ich das gerade richtig gesehen? Habe ich das gerade aus dem Augenwinkel richtig gesehen? Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Neues Gebiet, neues Gebiet. Wir haben ein neues Gebiet gefunden. Also, ich bin irgendwie reingesteuert. Ich dachte nicht, dass es da noch weitergeht, aber da geht's noch weiter anscheinend. Okay, warte, ich muss atmen, ich muss atmen. Hier hinten hatte ich noch einen Raum irgendwo aufgestellt. Ein neues Gebiet, ein neues Gebiet. Geh mal etwas weiter. Ich hab's gerade gemerkt, ja. Da geht's noch. Ich habe mich ja schon gewundert, wo sind eigentlich die anderen Gebiete, von denen die Rede gewesen ist. Da sind sie, wir haben sie gefunden. Ja, Jetpack, ich weiß. Ich hatte schon wieder. Vor Freude habe ich es schon wieder vergessen. Schnell rein und raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Oder wo wir jetzt reinkommen. Guck mal, da geht's auch noch weiter da drüben. Aber ich gehe jetzt erstmal hier lang. Das ist wirklich ein neues Gebiet. Das sieht hier auch irgendwie ein bisschen anders aus. Hier sieht das alles so ein bisschen, was ich schon meinte, von wegen hier in dem Spiel ist alles normalerweise ein bisschen, die Farben ein bisschen gesättigter. Hier sind die voll entsättigt irgendwie, die Farben. Hier ist der Look ein ganz anderer. Oder liegt das nur daran, dass mir mein eigener Staub ins Gesicht fliegt gerade? Okay, hier gibt's doch Aloy, sehr gut. Ja, jetzt habe ich halt schon wieder nicht so viel Platz, ne? Warte mal, wir können ja mal Folgendes machen. Die Samen brauchen wir ja hier nicht. Die legen wir mal weg, dann nehmen wir lieber die Rohstoffe mit. Ich glaube, ich muss hier mein Dings bauen. Einen Raum. Kann ich einen bauen? Wenn ich noch Titan kriege, kann ich noch einen bauen, weil sonst wird das hier eine kurze Veranstaltung. Hier ist noch Titan. Grab it, baby, grab it. Ich sehe gar nichts. Das sieht hier so blass aus teilweise, dass ich überhaupt nicht sehen kann. Aber wir brauchen noch Eisen, Titan und dann... Was war es noch? Lithium. Gib mir das und Eisen nochmal. Genau, dann können wir das nämlich mal gleich hier machen. Da ist ja gar kein Moos. Ja, das stimmt. Das ist hier noch nicht... Das ist schon interessant auch, ne? Dass das hier nicht ist. Da ist wirklich gar nichts an Terraforming. Außer der Himmel, der blau ist. Vielleicht ist es mehr so eine vulkanische Gegend. Hier dampft es ja auch. Seht ihr das? Das dampft hier so aus dem Boden raus. Vielleicht ist das irgendwie Geothermie hier. Vielleicht ist hier der Boden nicht fruchtbar. Aber eigentlich da, wo Vulkane sind... Ja gut... Wenn der Vulkan noch aktiv ist, dann ist es meistens durch die vulkanischen Dämpfe nicht fruchtbar. Ah, wo wir gerade bei fruchtbar sind. Gleich Dünger gefunden. Ja. Da hinten geht es ja auch noch weiter. Krass. Da haben wir ein neues Gebiet einfach so reingerutscht ins neue Gebiet. Gibt's ja gar nicht. Aber so richtig viel ist hier nicht los. Wow, ist hier der Himmel pink? Alter, hier ist er auch voll überstrahlt. Was ist denn hier los? Aber das sieht jetzt hier schon wieder so normaler aus. Vielleicht wurde... Ja. Ah. Die Uranhöhle! Die Uranhöhle! Ich hab sie gefunden! Das ist sie! Aber so groß ist sie gar nicht irgendwie. Was ist das? Ich habe Zeolith gefunden. The White Rare One. Krank, 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 krank. Nice. Ich kann alles gar nicht mitnehmen, was hier ist. Ich muss wieder zurück. Ich muss atmen. Ich darf mich jetzt nicht verlaufen. Ich darf jetzt nicht mit dem Zeolith im Gepäck sterben. Bau doch einen Schrank und einen Raum zum Zwischenlagern. Nein, das schaffen wir jetzt alles nach Hause. Das schaffen wir jetzt alles weg. Wie das Eichhörnchen. Das nimmt auch alles im Mund und schafft das dann weg. Dann vergräbt es das Zeug und vergisst, wo es gewesen ist. Genau so mache ich das auch. Sei wie das Eichhörnchen. Zeolith respawned. Ja, nice. Hier
Hier ist ein Krater auch irgendwie. Wo war jetzt mein Raum? Wo habe ich den jetzt aufgebaut? Ich hoffe, ich fliege... Ja, da hinten. Okay, gut. Boah, wie ein Fotograf habe ich mir das eingeprägt. Nicht schlecht. Das ist aber schlecht, wenn du Zellulite gefunden hast. Was? Wie heißt das nochmal? Zeolit. Zellulit? Ist es nicht die Orangenhaut? Ich habe Orangenhaut gefunden. Aber beim Mann ist sowas sexy, glaube ich. Können Männer überhaupt sowas wie Orangenhaut kriegen? Das kriegen die doch gar nicht. Das kriegen wir doch gar nicht. So, ich fliege jetzt hier drüber, übers Wasser, wie Jesus. Der hatte nämlich auch ein Jetpack, der Cheater. Und dann gehen wir mal und packen mal die Sachen auf den Tisch. Dann packen wir mal einfach alles auf den Tisch. Ich bin übrigens noch nicht einmal gestorben in diesem Durchlauf, will ich an der Stelle mal sagen. Es ist auch, ich muss auch sagen, es ist auch eigentlich echt schwer in dem Spiel zu sterben. Also sie haben es einem schon echt schwer gemacht zu sterben. Die Asteroiden töten einen nicht. Der Sandsturm tötet einen nicht. Nur der Hunger tötet einen, der Durst tötet einen, der Sauerstoffmangel. Also ich finde, da müsste durchaus noch mal ein kleines bisschen was noch kommen, finde ich. Damit das noch ein kleines bisschen knackiger wird. So, wir könnten natürlich jetzt nochmal eine Samenrakete abschießen. Ich packe jetzt erstmal alle wichtigen Sachen, die wir jetzt gefunden haben, packe ich jetzt mal erstmal hier rein. Was kann man damit jetzt eigentlich machen mit dem Zelluliten? Wir fliegen da jetzt nochmal direkt hin in das Gebiet. Da soll also noch eine Base sein, irgendwie unterirdisch eine Base. Okay, naja, gucken wir mal. Bin ich mal gespannt. Der wäre ja auch irgendwie jetzt keine große Überraschung, wenn da sowas Unterirdisches wieder ist. Wenn da so eine Leiter wieder irgendwo in so einen geheimen unterirdischen Raum reingeht. Müssen wir jetzt mal untersuchen. Ich bin gespannt. Das Zellulit braucht man für das Pulsarquarz. Ah, für das, was wir noch nicht freigeschaltet haben. War das nicht bei 500 MTI, wo wir das freischalten, oder war das bei 1000? Auf jeden Fall sind wir da noch nicht, das stimmt. Aber das Terraforming geht jetzt wieder deutlich schneller, seit wir die Rakete gestartet haben. Wo geht's eigentlich hier lang? Hier geht's noch tiefer in die Höhle rein. Aber hier ist Sackgasse, wie es aussieht. Was ist denn hier noch? Hä? Sieht ja komisch aus. Sieht aus wie der Laserpointer vom Predator irgendwie. Schnell raus. Das muss jetzt ja nicht sein. Wo ist denn hier der Ausgang jetzt? Warte mal, hier lang? Hier lang, oder? Ich glaube schon. Sag mal, da ist auch so ein bisschen was Weißes auf den Felsen, oder? Spinne ich jetzt. So weiße Flecken drauf. Kann mal bitte hier jemand mit Schwarzlicht durchgehen? Oh. Sandsturm oder... Wow, was ist denn hier jetzt bitte los? Alter, was ist denn hier jetzt los? Was ist hier jetzt los? Was ist das? Yo! Dinge passieren! Alter Schwede! Star Wars! Das Imperium Asteroide zurück! Woo! Junge, kommt da was mit runter eigentlich? Ich hab Angst. Ich geh mal rein in meinen Raum. Boah, das sieht aber krass aus. Junge, 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 heftig. Da, ich ersticke gleich. Wow, 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 Laser, Laser, Laser. Rein, rein, rein. Na, ah, nein, Tür zu. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Was ist denn hier jetzt am Gängeln? Bom, bom, bom. Hilfe, Hilfe. Wow, wow, wow. Irgend so ein Irrer wirft Bomben auf uns. Wow. Oh mein Gott. Ah. Ich glaube, es hat aufgehört. Bombenwetter. Was? Bei denen kommen Superlegierungen mit. Was? Echt? Oh Gott, da muss ich ja mal gucken jetzt. Okay, wo sind welche runtergekommen, ist die Frage. Sicher?
Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da was mit rausgefallen ist. Das Problem ist, man erkennt hier die Dinge eh irgendwie ein bisschen schwer. Ja, das ist irgendwie geil, dass da nochmal einer draufgesetzt wird. Ach, guck mal, doch. Ist wirklich Superlegierung mit drinne. Das ist ja schon ein bisschen krass. Also dann sind die Asteroiden je Biom unterschiedlich. Da fragt man sich ja auch sofort, ob man irgendwann mal einen Alloy-Asteroidenregen triggern kann, ne? Sie verschwinden schnell, ja. Ich merke das schon gerade. Es ist auch nicht so einfach, das zu erkennen, wenn das aus so einem Asteroiden rauskam. Irgendwie. Es sieht nicht so offensichtlich aus, dass das hier zum Beispiel, da haben wir wieder was. Das ist ja krass. Ist schon ein bisschen heftig. Nicht schlecht. Da fliegen einem ja die Ohren weg. Wie das auch alles da so oben rauf gehagelt ist. Warte mal. Ist da noch... Hier oben ist richtig viel runtergekommen eigentlich. Kommt man denn hier hoch? Nee, irgendwie nicht so. Wow! Okay, nee. Nicht. Ich will jetzt hier nicht irgendwie in der Map-Architektur festhängen. Das wäre jetzt irgendwie bescheuert. Ja, ist schon recht wenig, ne? So, was da runterkommt eigentlich. Die Asteroidenstürme habe ich auch schon im Startbiom gehabt, aber da war kein super... Ah! Hä? War die gerade schon die ganze Zeit hier? Neben meinem Raum? Hä? Hä? Das war ich nicht! Moment mal, kann ich hier atmen bei euch? Oh nein, kann ich nicht. Ich bin wohl ein bisschen vom Kurs abgekommen gerade. Oh oh, ich habe keinen Notfallsauerstoff dabei. Ah, hier ist mein Raum. Okay, gut. Alles gut. Ich dachte gerade, hä? Ich habe doch hier noch gar nichts aufgebaut. Wo kommt denn das ganze Zeug her? Und warum sind da zwei Räume? Das ist wohl nicht von mir. Da war wohl schon jemand. Wer war denn hier schon? Kann ich das abreißen eigentlich? Kann man das? Nee, kann man anscheinend nicht. Die Tür kann ich kaputt machen. Oh, was ist denn das? Eine Ormea-Pflanze. 450%. Ah, guck mal, was wir hier haben. Nicht schlecht. Na, das ist ja schon ein bisschen geil hier. Den kann... Ah. Ich kann klettern, okay. Hier ist bestimmt noch was. Eine Kiste. Wow, da hat einer fleißig Alloy gesammelt. Und Zeolit, nice. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwo eine Nachricht. Warum können die eigentlich alle unterirdische Basen bauen? Und ich kann das nicht. Guck mal, yo. Schwarzpulver auch noch. Aluminium. Keine Nachricht für mich, oder? Doch. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Ja. Das kennen wir doch von irgendwoher. Die Sentinel Corp. Da war wohl noch jemand auserwählt, hier das zu machen. Aber der war wohl nicht ganz so erfolgreich wie ich. Der hat ein bisschen versagt dabei. Waren die vor dem Regen schon da? Ich glaube ja, ich bin bis da hinten einfach nicht gekommen. Ich bin einfach da lang gegangen und habe das nicht gesehen, dass da was ist. Deswegen, ich esse mal was und ich trinke mal was. Da habe ich nämlich mehr Platz. Dann können wir nämlich nochmal da runtergehen jetzt. Vielleicht vorher nochmal speichern und dann mal da runtergehen. Kletter Martin. Ja, ich muss zuerst mal jetzt mich wieder aufatmen. Sonst habe ich keinen Sauerstoff. Wer weiß, was wir da unten jetzt finden. Speichern, wie gesagt, man muss aufpassen. Manchmal kommt man die Leiter nicht mehr hoch. Ah, eine Nachricht. Okay, ich hatte nicht erwartet, dass mein Landeplatz so schlecht sein würde, aber es gibt keinen Grund, warum ich diesen großen Felsen nicht terraformen könnte. Ich habe genug Wissen über den Prozess, um erfolgreich zu sein. Alles, was ich tun muss, ist, den Schritten zu folgen, auf gutes Wetter und nicht zu viele Meteoriten zu hoffen. So schwer kann das nicht sein. Xiaodan, okay. 3055, nicht schlecht. Ja, da hat er wohl... Guck mal, da geht es sogar noch weiter runter. Okay, ich nehme das noch mit. Das noch. Jetzt wird es langsam eng. Mann, wie tief geht's denn hier runter, bitte? Da ist nochmal eine Nachricht. Nochmal ein... Alter.
Es war schwieriger als erwartet. Die Außenseite ist giftig und die Samen werden unterirdisch nicht wirklich wachsen. Meine Berechnungen sagen mir, dass die Position des Planeten am besten sein sollte, um ihn in etwa 2 Jahren zu terraformieren. Bis dahin muss ich einfach überleben. Was ist denn jetzt los? Regen? Regnet das gerade? Ja, es regnet gerade. Da geht's noch weiter runter. Ich habe aber kaum noch Platz. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück und packen schnell nochmal ein bisschen was weg, würde ich sagen. Wer weiß, was da jetzt ganz unten ist. Das ist ja voll das Mysterium hier alles. Wo ist denn mein Atemraum jetzt schon wieder? Warte mal, ich bin vorbeigeflogen, glaube ich. Da hinten, ja. Das ist hier durch diesen Nebel, fliegt man voll schnell an seinen Räumen vorbei. Es geht da sehr tief runter. Ja, ich merke das schon. Wir müssen da mal einen Raum direkt vor der Base aufbauen. Oder mal so einen Sauerstoffbehälter mal mitnehmen, dass ich da unten nochmal zwischenatmen kann. Atemlos, ja genau. Atemlos durch die Base. Mooslos. Ja, mooslos, das wollen wir ja nicht hoffen hier. Ich bin falsch geflogen, glaube ich. Warte mal, ich muss nochmal zurück. Jetzt singt er auch noch Helene Fischer. Nee, das ist Mosene Fischer. Atemlos durch das Moos. Hey, das ist sogar viel besser eigentlich. Atemlos durch das Moos. Mach doch einfach die Tür weg und bau eine neue rein. Ich glaube nicht, dass ich an diese existierenden Strukturen anbauen kann. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Die Gefühle werden groß. Nee, geht nicht. Genau, jetzt hätte mich auch sehr gewundert, wenn das gehen würde, siehst du? So, dann atmen wir mal und stecken mal wieder Sachen hier rein. Guck mal, Alter, wie viel Aloy wir jetzt haben. Nicht schlecht. Alter. Okay, warte, das Zeug hier, das packen wir hier hinten rein. Oh, der Schrank ist ja schon voll, Mensch. Boah, ist auch voll alles wieder durcheinander hier, ey, ne? Hier, packt das mal alles hier noch rein. Wir müssen es da reinstopfen, wo es reingeht. Immer schön stopfen, so. Nice. So, jetzt mache ich mir mal eine Sauerstoffflasche. Hier, sowas hier. Mit Kobold. Ach, ich habe ja gar keinen Kobold mehr. Warte mal, ich muss mal hier reingucken. Kobold? Jawohl, Kobold. Können wir mal gleich hier auch alles rausnehmen eigentlich. Damit der mal wieder ein bisschen mehr farmen kann noch. Warte. Mist. Alles voll. Nein. Hier geht noch was rein. Nee, Moment, hier war auch noch Platz. Alles gut. So, jetzt machen wir mal so 2 oder 3 Sauerstoffflaschen. Machen wir 3. Holen wir uns nochmal einmal Kobold, genau. Und dann 3 Stück. Genau, Wasser und Pilze. Das können wir ja schon mal essen eigentlich. Das können wir eigentlich auch schon mal trinken. Dann nehme ich das hier noch mit. Nee, halt, ich muss das wieder einpflanzen. Einpflanzen. So. Jetzt habe ich natürlich das ganze Zeug noch von dem Bohrer. Warte mal. Das packen wir mal hier noch rein. Ich will das Inventar wirklich frei haben jetzt. Genau. Eine Bohne und Wasser noch. Wasser noch. Einmal Wasser noch. Ein Eimer Wasser noch und dann geht das. Nehmen wir mal 2-mal Wasser nur mit. Dann ist das Inventar nicht so voll. Dann gehen wir wieder zurück und gucken da mal rein. Ich bin gespannt, was da unten uns erwartet. In den tiefsten Tiefen gehen wir jetzt auf den Grund. Und darf ich mal sagen, wie geil das ist, dass hier gerade 371 Nasen zugucken? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Wenn man die Augenpaare doppelt zählt, sind das ja sogar 742. Das ist ja unglaublich. Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde, das sollte in Augenpaaren, also in Augenanzahl sollte das... Sollte das angegeben werden, die Zuschauerzahl. Ist auf jeden Fall krass. Man weiß natürlich nicht, wie viele Leute nur ein Auge haben. Das ist dann immer so die Frage. Außer es ist ein Pirat dabei, ja genau. Man weiß immer nicht, wie viele Leute dann am Ende nur ein Auge haben. Oder einfach nur zuhören vielleicht. Weil ich so viel Sinnvolles von mir gebe. Plus Hühneraugen, ja, die kann man auch noch mit einrechnen, genau.
Nice. Guck mal, das geht auch recht schnell, dass man hier ist eigentlich. Wenn man das Jetpack benutzt, dann geht das recht schnell. Kann ich sogar in einem Atemzug. Du wirst noch so viel mehr brauchen, wenn du alles freischalten möchtest. Bin jetzt bei 104 GTI, okay? Ja, ist doch gut, dann haben wir ordentlich was zu tun. Ist doch nice. Da hat sich auch irgendeiner beschwert bei YouTube von wegen, ja, das kann ja nicht sein. Das Spiel habe ich ja nach 30 Stunden schon irgendwie geschafft und das ist ja voll wenig irgendwie. Und ich meinte so, ja, du hast anscheinend nicht Below Zero nach Launch, nach dem Early Access Start gespielt. Das hatte nur einen Umfang von 2 Stunden damals, das weiß ich noch. Das war mega, mega klein eigentlich. Dagegen ist das hier ja ein Epos, ja. Dagegen ist das hier ja die 10 Gebote. Oder Ben-Hur. Dagegen ist das hier das Ben-Hur der Early Access Spiele. Nicht schlecht, hier. So, jetzt können wir das noch machen, genau. Noch einmal Eisen vielleicht. Ne, das ist Silizium. Weil dann kann ich noch Raum bauen da direkt oben vielleicht. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, wie weit es da noch reingeht unten. Ben-Hur, genau. Also ich finde, das ist nicht so wenig, was man hier zu Kredenz kriegt, finde ich. Ich finde, das ist schon recht umfangreich. Muss ich jetzt mal so sagen. So, da machen wir mal einen Raum. Das ist ein Traum mit dem Raum. Ich mache den mal... Die Tür mache ich mal hier hin. So, da können wir nochmal schnell reinhüpfen. Schnell nochmal atmen und dann gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. So. Auf der Ebene waren wir ja schon. Jetzt könnte ich natürlich einen fiesen Cliffhanger machen an der Stelle, ne? Komm, wir gehen noch einen runter. Hier sind seine Wohnquartiere anscheinend gewesen. Was sind das? Lirma-Samen? Ja, die nehmen wir mal mit. Alter, geht das hier noch voll weit? Was hat der denn hier alles gebaut? Ey, heftig. Hier hat er seine Server aufgestellt anscheinend. Hier kommt man anscheinend... Ah doch, man kommt da rein. Da geht es noch weiter runter. Das gucken wir uns gleich an. Hier ging es hoch. Ich muss mir auch merken, wo es rausgeht. Wow, Mikrochips, Mikrochips. Was ist das? Stufe 2 Dünger. Und hier nochmal das Zottelzeug. Nice. Oh, krass. Doppeltür. Unglaublich. Was ist das? Hier geht's wieder raus, runter. Sehr spannend. Hat er sich ja schön eingerichtet hier, ne? Ich lese mal die Nachricht. Und wo soll ich mehr Iridium auf diesem Planeten finden? Ich habe alles vergeblich erkundet und überall ist Eis. Es ist wichtig, dass ich etwas gefunden habe, um den Planeten zu erhitzen. Alles draußen ist eiskalt. Ich muss schlafen, aber ich kann nicht aufhören zu denken. Morgen wird es besser. Diese Strafzeit für ein so kleines Verbrechen ist unmenschlich. Ich habe es nicht verdient. Morgen wird es besser. Xiao Dan. Das ist irgendwie... Vielleicht, guck mal, das klingt wie ein Chinese. Vielleicht hat er die kommunistische Partei beleidigt. Deswegen sagt er wahrscheinlich auch, so eine Strafzeit für ein so kleines Verbrechen ist unmenschlich. Der hat wahrscheinlich hier den Xi Jinping mit Winnie Pooh verglichen. Und dann wurde er zur Strafe zum Terraform verdonnert. Der ist bei Rot über die Ampel gegangen. Wahrscheinlich. Ich glaube, der hat den Xi Jinping mit Winnie Pooh verglichen. Und dann haben sie den einfach auf den Mond geschossen und haben gesagt, mach mal Terraforming. Mach Terraforming oder stirb. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die an dieser Stelle verlinkt ist, oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!